Revi Podcast. Wirtschaft aufs Ohr. Mit Mike Gaudien. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftspodcast von der Zürich Oberland Medien, wo uns das Mal auf den Atlantik führt. Mein Name ist Mike Gaudien und ich unterhalte mich mit dem Dominik Schaub und dem Florian Ramp. Die beiden bilden das Team Adventure, das den Atlantik in einem Ruderboot überquert haben. Und zwar sind sie am 12. Dezember 2019 von den Kanarischen Inseln gestartet in Richtung Karibik. Der Podcast findet in Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Wetzikon statt. Die Netzwerkplattform hat Dominik Schaub und Florian Ramp nämlich eingeladen, um vor seinen Mitgliedern über das härteste Ruderrennen der Welt zu berichten. Wir hören das Rauschen der Wellen, am Himmel kreisen die Möwen. Dominik und Florian, ist euch die Geräuschkulisse nie verleidet? Nein, im Gegenteil. Das ist etwas, was wir zuhause nicht haben. Aber in England haben wir das erlebt und dann nachher bei der Vorbereitung auch. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Ich habe gefunden, es ist enorm entspannend, wenn man das so tagtäglich über mehrere Wochen hört. Und es ist auch etwas, was man vermisst, wenn man es dann plötzlich nicht mehr hört, nach gut 2 Monaten. Oder? Wir hören euch über Zoom, das heisst, die Tonqualität ist vielleicht nicht immer die beste, aber dafür eure Antworten. Und Dominik, zuerst kam die Frage an dich, was ist deine Anekdote zu eurem Abenteuer, wo ja weltweit unter dem Namen Talisker Whisky Atlantic Challenge bekannt ist? Ja, das wäre sicher ein Erlebnis, das wir hatten, wo wir das Boot wollten holen gehen. Das war Anfang August. Da haben wir in dem Sinne einen Roadtrip gemacht und sind Richtung England gefahren. Zumindest haben wir gemeint, wir können fahren. Als wir dann beim Eurotunnel waren, haben wir festgestellt, da kann man gar nicht durchfahren. Wir sind dann gefragt worden, ob wir reserviert haben. Das haben wir natürlich nicht. So ist dann die ganze Reise ein bisschen länger gegangen. Du, Florian, welches Erlebnis bleibt dir bestens in Erinnerung? Bei mir ist es, ich habe Schwierigkeiten, ein Erlebnis oder eine Geschichte rauszupicken, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Geschichte, die mir in bester Erinnerung ist, sondern es ist so eine Abfolge von vielen kleinen und grösseren Geschichten und Sachen, die passiert sind. Vor allem am Anlass vom Wirtschaftsforum Wetzikon, dort werden wir auch viele Geschichten noch erzählen. Viele Geschäftsleitermitglieder von AMUS aus der Region sind an diesem Anlass dabei vom Wirtschaftsforum Wetzikon. Welche Kernbotschaft könnt ihr ihnen vermitteln? Ja, ich hätte gesagt, etwas, was man sehr, sehr fest gemerkt hat, in allen Belangen des Projekts, ist, dass Zusammenarbeit mit Lokalen entscheidend ist. Also wenn wir da irgendwo jetzt im Bereich mit dem Boot etwas hatten, haben wir das Boot in der Werft gehabt, wir haben dort können fragen. Wenn es um Sachen gegangen ist, wie machen wir ein Werbekonzept und derartiges, da haben wir immer direkt eine Nummer gehabt, eine Ansprechperson in der Nähe und so ein bisschen der Aspekt vom Netzwerk, aber auch so ein bisschen vom Lokalen, wo da für mich sicher im Vordergrund gestanden ist. Zusammenarbeit mit Lokalen darf ich da gerade einhängen und gerade fragen, ist das auch der beste Schlüssel gewesen, um für das ganze Unterfangen Sponsoren zu finden? Das Lokale, das persönliche Beziehungsverhältnis? Also ich glaube, es hat eine wichtige Rolle gespielt, ganz ehrlich. Also wir sind eigentlich beide von Zürich. Wir haben gesagt, wir machen es mit Zürich und wir machen es für Zürich. Also unsere Charity-Organisation ist die Spitex Zürich gewesen. Mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht. Oder? Und ich glaube, es war auch das, dass wir Leute können begeistern können, die wirklich einen Bezug haben, oder? Wo nachher mitgefiebert haben, weil alles sehr eng und nah war, wo wir das Ganze eigentlich lanciert haben. Oder? Und das ist ein wichtiger Teil davon gewesen, glaube ich. Ja, und ich denke auch, gerade wenn man jetzt eben mit Firmen zusammenarbeitet, die man kennt, die ein bisschen auch kleinere Unternehmungen sind, hat man viel, viel mehr Flexibilität. Die haben wir natürlich gebraucht. Man hat auch gesehen, bei Swissmotion sind ja die Ersten gewesen, da war noch mit Seat ein Internationaler dabei gewesen. Klar, wir haben bei solchen auch gefragt, aber das ist eigentlich nicht interessant für so einen. Und dort gibt es einfach Standardlösungen. Aber wenn man dann irgendwo etwas Individuelles braucht, dann ist das viel, viel einfacher, jetzt, wenn man da eben mit kleineren, mit lokalen zusammenarbeiten kann. Und für so ein Projekt ist es am Schluss eigentlich immer eine maßgeschneiderte Lösung. Von dem her ist das sicher ganz ein wichtiger Faktor gewesen. Florian, was ist deine Kernbotschaft, die du diesen Geschäftsleitungsmitgliedern möchtest vermitteln? Ich glaube, das eine ist, den Mut haben, etwas zu wagen. Etwas, wo man sich kaum mal können ausmalen konnte, bevor man es angefangen hat. Etwas, wo man nicht gewusst hat, wie es dann sein wird. Und einfach auch den Mut haben, die persönlichen Grenzen und auch die
die Grenzen vom Team möglichst weit rauszuschieben. Ich glaube, die Grenzen, die kommen automatisch zurück im Leben. Man wird vorsichtiger, man wird weniger flexibel, man wird vielleicht ein gebrechlicher. Ich glaube, einfach da nochmal wirklich alles voll rausschieben und den Mut zusammennehmen und etwas machen, okay, das hat jetzt wirklich einfach weniger als 1000 Leute haben das jemals gemacht. Das finde ich, das ist extrem wichtig. Und den Mut haben, aufzubrechen, oder? Nur mit denen, wo man halt nicht so gut kennt, oder? Wo man einfach anfängt an losrudern, jetzt in unserem Fall. Nur mit denen, wo es dann einfach quasi raus ins Meer, ohne dass man genau weiss, wie es dann ist, wie tagtäglich die Bedingungen sind, wie die Strapazen sind. Ich glaube, das ist das, was das ausmacht. Und ich glaube, der Mut in so einer gesättigten Gesellschaft, wie wir sie haben in der Schweiz, wo es uns eigentlich sehr gut geht, trotz der Krise, wo wir jetzt drin sind, ich glaube, das ist wichtig. Das ist etwas, was ich sicherlich mitgeben möchte. In welcher Situation habt ihr am meisten Mut gebraucht? Sagen, Vorbereitung, hätte ich gesagt, das ist nicht eine Frage von ja, dem Sinn Mut, sondern mehr, dass man sich einfach zutraut und dass man im ganzen Prozess auch darauf vertraut, dass es am Schluss wird funktionieren. Wir haben da ja, von Anfang an gesagt, wir melden uns an, wir ziehen es durch, wir haben Sponsoren noch nicht gehabt, wir haben auch sonst noch vieles nicht gehabt. Wir haben einfach gewusst, ja, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt machen wir es einfach. Und dann effektiv Mut, ja klar, es hat schwierige Situationen gegeben, nach dem Rennstart, insbesondere die erste Nacht, die war sehr, sehr rauch gewesen. Das sind natürlich Bilder, die einem auch bleiben. Wenn die Wellen halt dann wirklich 5, 6, 7 Meter hoch sind und das Boot wegen einer Welle 90 Grad abdreht. Das kann man aber auch nicht trainieren. Das ist etwas, wo man wirklich einfach auch muss, ja, sich darauf einlassen muss und dann eigentlich mit der Situation umgehen, wenn es denn so weit ist. Haben auch ein bisschen eure Angehörige Mut gebraucht, um euch überhaupt loszulassen auf, das, auf den Atlantik, auf das Unterfangen? Ich glaube, es braucht Mut und Vertrauen in Personen, wenn man so etwas macht. Man muss dieser Person das können zutrauen, auch in sehr schwierigen Situationen, dass der das schafft, oder? Und ich glaube, das ist schon mutig, insbesondere jetzt gerade in meinem Fall von meiner Frau, wo wir doch erst eine zweimonatige alte Tochter zusammen hatten. Oder? Ich glaube, das ist schon Mut, aber ich glaube, das ist der Teil vom Trauen, jawohl, das schafft er, das ist jetzt ein Traum, den möchte er jetzt verwirklichen und das ist ihm extrem wichtig und wenn er das jetzt durchzieht und macht, dann glaube ich, dass auch eine gute Erfahrung ist für die Familie, die nachher weitergehen kann, oder? Egal, wie es rauskommt, oder? Dass sich da einfach auch noch mal ein Stück näher kommt, oder? Dass man anders telefoniert, wenn der eine von einer Partnerschaft auf dem Ozean ist und es sich gerade stürmt, oder? Und man hört es, mit Wellen ans Boot anschlägt und so, oder? Aber das ist das. Du hast Vertrauen angesprochen, das man ineinander muss haben. Und ihr beide, ihr habt auch eine wahnsinnige Teamarbeit geleistet, auch bei der Vorbereitung, dann auch beim Start. Wie lange kennt ihr euch schon? Und wie lange sind ihr schon zu dieser Einheit verwachsen, dass ihr euch so blind könnt vertrauen? Ja, viel weniger lang, als jetzt die meisten wahrscheinlich erwartet. Kennen tun wir uns schon länger. Wir sind im gleichen Ruderclub, aber doch ein paar Jahre auseinander. Und im Ruder ist man normalerweise nur mit denen unmittelbar ein Jahr älter oder jünger zusammen. Also das heisst, wir haben gewusst, wer er ist. Und dann war es eigentlich mal ein Thema gewesen, ein Jahr vor dem Rennen, im Herbst, an einem Anlass, wo wir nebeneinander gesessen sind. Und dann hat der Flo mich angesprochen, so, ja, ich würde auch gerne mal noch über den Atlantik und suche eigentlich Leute, die mitkommen. Und dann haben wir gesagt, ja, du suchst nochmal zwei und fragst mich, dann hast du das Viererteam. Und dann hat er mich eigentlich dann Anfang Jahr geschrieben gehabt. Und etwa eine halbe Stunde später haben dann zugesagt. Und dann wirklich zusammenarbeiten, zusammen das Ganze planen, trainieren. Das hat dann eigentlich stattgefunden ab dem März. Also nicht nur mal ein Jahr vor Rennstart. Und gestartet sind ja dann nicht das Vierte, sondern gleich das Zweite. Also es haben ein paar auch kalte Füße bekommen. Ja, respektive auch medizinische Abklärungen noch gemacht, wo man dann gesehen hat, gut, es gibt dann halt doch ein gewisses Risiko. Bei Material, da habt ihr euch bewusst für das Beste entschieden. Also euer Boot, das ist bei einer spezialisierten Werft auf einer britischen Insel gebaut worden und ist auch mit der modernsten Technik ausgestattet. In der Geschäftswelt, da gibt es ja Unternehmen, die sich für eine günstigere Software entscheiden, für die zweite oder die beste Lösung sogar, damit das Budget nicht allzu stark belastet wird. Warum war es eure Philosophie gewesen, sich für das Beste und damit auch für die kostspieligere Variante zu entscheiden? Ich glaube, es hängt stark zusammen mit den Prioritäten, die wir hatten. Wir haben gesagt, wir möchten das schnellste Boot haben und das sicherste Boot. Oder? Und die Sicherheit steht eigentlich über allem. Und ich glaube, dann haben wir uns auf die Suche gemacht, was ist denn das sicherste Boot? Also statistisch das, am wenigsten abgesunken oder am wenigsten untergegangen ist. Und da haben wir
Das war es relativ schnell klar gewesen, welchen Anbieter wir nehmen müssen. Und ich glaube, dass wir beide nicht bereit waren, irgendwelche Kompromisse zu machen, wenn es ums eigene Leben geht, wenn es wirklich darum geht, etwas extrem Wichtiges. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da schon auch das, man formuliert ja auch ein Ziel für so ein Projekt. Das muss man auch vorher ganz klar wissen und auch gegenseitig muss das ganz klar sein. Weil sonst kommt man dann irgendwann Streit über genau wegen dem, weil einem geht es vielleicht mehr ums Erlebnis, wird vielleicht mal neu mit ja, den Moment geniessen, eine Angelroute mitnehmen, fischen, ein anderer wird möglichst schnell rüber. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen möglichst schnell rüber, wir wollen in die Kategorie den Sieg holen und sind so natürlich in das Projekt drin. Und wenn man das Ziel hat, dann ja, kann man von dem dann eigentlich auch gewisse Sachen ableiten. Und im Bereich vom Boot ist es genau das, dass man dort halt effektiv keinen Abstrich macht. Ja, ihr habt euch über das Ziel austauscht, eben über die Ambitionen. Ihr habt euch allgemein im Vorfeld, glaube ich, sehr viele Szenarien ausgemalt und einfach eigentlich alle Karten auf den Tisch gelegt. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, um das gegenseitige Vertrauen und den Teamzusammenhalt ja, zu stärken. Ich glaube, das Projekt ist einfach zu gross, sodass wir irgendwelche Spielereien Platz haben. Oder? Man muss sehr ehrlich sein mit sich selber, aber auch mit den Teamkollegen und Teamkollegen. Man muss über die Ängste reden, über Bedenken, die man hat, und zwar querbeet über Prioritäten, sodass es nachher eine klare Sache ist. Ich glaube, die Teams, die sich zerstritten haben, die Teams, die untereinander extrem Probleme haben, es ist oftmals der Fall, dass die Prioritäten nicht alliniert waren und auch Sachen einfach nicht ausgesprochen worden sind im Vorfeld. Und das ist etwas, das haben wir als Team, finde ich, sehr gut gelöst. Also eben das Management von den Erwartungen, ja, das ist sicher zentral. Aber das andere ist auch, dass jeder vom Team weiß, was sind seine Stärken, aber auch Schwächen. Und dass man dort dann entsprechend das auch so machen kann, dass man die Stärken nutzt von den Leuten. Und bei den Sachen, wo man weiß, dass man Mühe hat, dass man das offen adressiert, dass das allen bewusst ist. Klar, manchmal ist das nicht gerade Stärke vom anderen. Das heisst, man beißt halt in sauren Äpfel und macht. Aber es muss für alle klar sein, hey, look, das ist jetzt etwas, das ist wirklich auch ein Aufwand gewesen für mich, damit man da irgendwo auch letztendlich nicht ja, eine Unterschwellung irgendwo einen Konflikt hat oder eines Gefühl hat, der andere mache ich mehr. Und das braucht halt sehr, sehr eine offene Kommunikation. Und das ist auch ein Stück weit wahrscheinlich in diesem Prozess in so einem Projekt. Zürichost.ch, dein Online-Portal mit den News aus den Bezirken Pfäffiken, Oster und Hiwil. Zürichost.ch, immer am Puls von deiner Region. Jetzt habt ihr euch akribisch auf das Projekt vorbereitet und sind gestartet. Und Dominik, du hast die erste Nacht schon angesprochen, die erste turbulent stürmische Nacht. Und dort bist du ja leider seekrank geworden und hast dann das Rennen müssen nach 10 Tagen aufgeben. Wie blickst du auf diese Phase zurück? Ja, also das Risiko, dass man seekrank wird, das haben wir gewusst. Das wissen alle. Und das muss man eigentlich aufnehmen, weil das trainieren kann man eigentlich gar nicht. Und klar, dann heisst es ja, wieso trainieren dann nicht auf dem Meer? Ja, weil man bei diesen Bedingungen in keinem Hafen mehr auslaufen darf. Man kommt dann nicht mehr retour. Also das ist eigentlich der Teil, wo man halt wirklich nicht üben kann, so wie das auch bei einer Expedition auf einen 8000er der Fall wäre. Situationen über 8000 kann man dort nicht üben. Man kann sich akklimatisieren. Das haben wir gemacht in dem Rahmen, wo wir können. Und das andere ist eben, wie es ist. Und es ist sehr, sehr rauch gewesen. Das heisst, wir haben viel Wind gehabt, hohe Wellen. Nicht unbedingt aus der gleichen Richtung, die zwei Sachen. Da haben wir dann relativ schnell gesehen, rudertechnisch können wir gut durch. Wir wissen, wie man in solchen Bedingungen eigentlich muss rudern muss. Wir sind gut vorwärts gekommen. Irgendwo dann am Punkt gekommen, wo wir auch gesehen haben, gut, das driftet uns effektiv mal ab in einer Welle. Aber jetzt haben wir ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, einen guten Start gehabt. Auch schön eigentlich den Wechsel und den Rhythmus gefunden. Und wo es dann eigentlich eingedunkelt ist, dort habe ich dann immer mehr Mühe bekommen gehabt. Einfach mit, weil ich seekrank geworden bin. Und dann natürlich dort auch das erste Mal dann, ja, Reling haben wir ja keine, aber einfach über Deck müssen eigentlich mich ergeben. Und das ist natürlich in diesen Bedingungen eigentlich unmöglich geworden, auch für den Florian zum Alleinrudern. Weil in diesen Bedingungen, da geht der Autopilot immer wieder raus, wenn man zu wenig Vortrieb hat. Und dann sind wir dann dort relativ schnell am Punkt gewesen, wo man müssen sagen, jetzt müssen wir den Paraanker rühren. Mit dem sind wir nicht allein gewesen. Etwa 80% von der Flotte hat das Gleiche gemacht. Auch da ist ein bisschen Hinweis auf vier Rauch, dass es halt war. Und 80% vor allem Kleinboote sind praktisch ausnahmslose Anker gewesen. In den Vierern, da hat man noch eher dann weiter rudern. Und ja, nachher hat es sich dann eigentlich geleitet. Also
schon in der Nacht und Florian hat es eigentlich nichts gemacht. Also ich habe ihm zumindest nichts angemerkt. Und sonst hat er sich nicht anmerken lassen. Und es ist natürlich dann so ein mühsam. Man kann nicht viel machen, weil physisch ist man völlig am Limit. Ich will eigentlich aufgrund von dem, dass man halt nass wird und kalt hat, in der Kabine. Aber ja, in die Kabine und dort nochmal kotzen bringt nicht viel. Ja, ist mehr ein Aushalten. Und, aber du bist ja ultra hart im Nähen. Ich meine, ich kenne es nur von meinen Ferien, wenn ich im Mittelmeer bin und dann nach einer einstündigen Bootsfahrt oder nach 20 Minuten ein bisschen seekrank wird und dann einfach nur noch froh bin, wenn ich ans Land kann. Aber du bist noch tagelang auf dem Boot geblieben und hast versucht auszuhalten. Ja, es ist natürlich schon, es gibt eine Möglichkeit, dass man sich daran gewöhnt. Das ist halt immer ein bisschen individuell, wie hoch dort auch die Toleranzgrenze ist, die auch der Körper dann hat. Und klar, die erste Nacht war wirklich mal ein Schock gewesen, weil ich das System einfach über den Anschlag gebracht hat. Aber direkt auf Abend haben wir ein sehr ruhiges Wochenende gehabt. Und dort habe ich dann auch immer besser eigentlich wieder können, in dem Rhythmus, den wir angestrebt haben, mitrudern. Und sind dann auch entsprechend dort wieder vorwärts gekommen am ersten Wochenende. Muss man auch sagen, es war praktisch Vollmond gewesen. Spiegel glatt, das heisst auch zur Nacht, man hat etwas gesehen. Und ja, dann nach dem Wochenende ist es halt irgendwann wieder eingedunkelt, aber so, dass man nur noch einen Meter weit sieht. Dann sind wieder Wellen dazugekommen. Und dann hat es mich eigentlich ein zweites Mal wirklich genommen. Und von dem zweiten Mal habe ich mich dann eigentlich nie mehr erholen können. Das ist dann, die ganze Nacht, wenn es dunkel war, habe ich mich eigentlich abmelden können, da konnte ich nichts machen. Und dann hat es dann bis am Mittag, eher frühen Nachmittag gebraucht, bis ich wieder einigermaßen, zumindest geistig da war. Vielleicht etwas Kleines essen konnte, wenn überhaupt. Und gewisse Tage ist es besser gegangen, gewisse weniger. Und das ist halt immer so ein das Zermürbende, weil es kommt immer wieder auch Hoffnung. Und man versucht es und versucht sich auch zu bewegen, um dann eigentlich auf ein Neues müssen feststellen, ja gut, sobald es dunkel ist, ist halt wirklich Feierabend. Ja, nach 10 Tagen ist dann halt irgendwo der Punkt, wo man muss entscheiden, ja, macht man weiter oder nicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann noch daran gewöhnt, wenn man es nach 10 Tagen noch nicht hat, ist relativ klein. Und dann sind wir eigentlich auch wieder zurück bei den Grundsätzen, die wir auch formuliert haben. Und wir haben gesagt, Sicherheit ist eine. Das war bei der Wahl vom Material. Gesundheit und Freundschaft sind die anderen zwei, die wir definiert haben. Und ja, an dem Punkt ist irgendwo halt klar gewesen, dass der Faktor Gesundheit jetzt eigentlich der ist, wo der Ausschlag gibt, dass ich dann aussteige. Und da natürlich auch in Rücksprache, wir haben über das Satellitentelefon natürlich auch ärztliche Betreuung gehabt. Und dann, ja, nach 10 Tagen war dann eigentlich der Moment gewesen, wo ich den Entscheid fällen musste. Und ja, ich habe dann irgendwann am Flo gesagt, soll ich mal schnell aufhören rudern, weil er hat unermüdlich natürlich weitergerudert und uns im Rennen gehalten, damit wir wirklich können, dann nachher das ganze zweite weiterfahren. Und dann haben wir halt dort müssen sagen, du schau, für mich ist da fertig. Aber Florian, du bist ja dann allein weitergerudert und nach knapp 60 Tagen und 4800 Kilometern hast du dann das Ziel in Antigua erreicht. In der Berichterstattung ist ja dann auf dich getitelt worden, man hat dein Bild gezeigt mit der Pyrofackel in der Hand, wo du stolz den Erfolg feierst. Und für dich ist es aber trotzdem berechtigterweise eine Teamleistung. Ja, das ist es. Und das war es gewesen, bis als Ziel. Auch in der allerletzten Nacht habe ich wieder Sachen, die der Dominik vorbereitet hat, können nutzen. Karten von den Inseln. Und ich glaube, das ist das. Und darum haben wir auch gesagt, das ist eine Teamleistung. Weil ich selber, ganz ehrlich, hätte mir so etwas nie zugetraut. Weil ich einfach glaube, ich hätte das alleine nie geschafft. Und ich bin nach wie vor eher überzeugt. Und ich glaube, ich kann einfach dank dieser guten Vorbereitung das Gefühl kam, das ist wirklich möglich, jetzt auch wenn der Dominik von Bord geht, dass wir das quasi zusammen einfach noch durchziehen können. Also wenn ich irgendwelche Fragen noch hatte zum Boot oder offene Punkte, habe ich immer gewusst, ich kann jederzeit Dominik fragen und er weiss es mir aber auch, und das war ein Teil von dieser guten Vorbereitung, ein Team in Holland, wo uns mit Rat und Tat zur Hand gegangen ist, also sechs, wo zum Beispiel die Entsalzungsanlage ausgestiegen ist. Kannst du uns, Florian, in der Schlussphase von dem Gespräch noch einen Einblick geben in die Tagesstruktur, die du auf dem Atlantik dann gehabt hast? Ja, die hat sich natürlich massiv verändert, nachdem dass der Dominik weggegangen ist. Oder? Und zwar die ganz grosse Veränderung ist eigentlich die gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ich ein Minimum an Energie haben und so Fähigkeit, dass wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dass ich gut darauf reagieren kann. Das heisst, ich kann mich nicht, wenn ich rudere, so dermaßen auspowern, dass ich wirklich einfach halt hier auf dem Schiff liege. Weil wenn dann etwas passiert, dann wird es extrem gefährlich.
Und dann habe ich etwa fast 4-5 Tage einen Rhythmus gesucht, den ich auch quasi nachhaltig durchziehen konnte. Also das heisst, ich bin jeweils von 3 bis 5 habe ich gerudert, von 5 bis 7 habe ich geschlafen und dann habe ich wieder gerudert, etwa bis um 9 Uhr. Je weiter westlich ich gekommen bin, je länger habe ich gerudert, weil der Sonnenaufgang ist dann auch immer ein bisschen später gewesen. Also wir haben immer die englische Zeit behalten, oder? Und dann habe ich am Morgen jeweils ein Gespräch gehabt mit den Holländern. Das ist immer so ein bisschen das Highlight gewesen. Also die Sonne geht auf. Und dann habe ich das Gespräch gehabt. Also es ist vor allem gewesen, hallo, wie geht's? Lebst, gibt es dich noch? Jawohl, es geht mir gut. Bin eigentlich gut drauf, was passiert in der Welt. Und dann so ein bisschen Inputs. Was macht der Wind? Was ist wettertechnisch zu erwarten? Wie sieht das Strömungsverhältnis aus? Und vor allem dann auch, was ist die Empfehlung, die sie mir gegeben haben, wie ich muss weiterrudern, oder? Dann habe ich, solange ich noch Internet hatte und mein Handy noch funktioniert hat, habe ich dann so ein bisschen Zeit genommen, wo ich einfach so geinternetet habe, mit Freunden noch ein bisschen WhatsApp-Nachrichten geschickt und zum Morgen gegessen. Und dann habe ich weitergeschaut und dann war es eigentlich 12 Uhr gewesen. Und dann habe ich Pause gemacht und jeweils zwischen 12 und 4 habe ich jeweils nur 1 Stunde geschaut, weil es so extrem heiß war. Also es war zum Teil 35 Grad gewesen, voll in der Sonne. Da habe ich meistens nicht länger als eine Stunde mögen und habe das einfach alternierend gemacht. Und dann habe ich am Abend jeweils wieder ein bisschen länger können rudern. Und dann habe ich ein bisschen um 10 Uhr jeweils gerudert. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist fertig. Dann bin ich auch mit Kopf raus. Dann bin ich zwischen 10 und 11 eingeschlafen und dann um 3 Uhr wieder weiter. Ich würde gerne wissen, wie es jetzt bei euch zukünftig auf Land und auf Wasser weitergeht. Dominik, was sind jetzt gerade deine Pläne? Ja, im Moment gerade bin ich im Militär im Einsatz. In nicht ganz 2 Wochen werde ich in Kosovo fliegen für ein halbes Jahr und werde dann dort im einen Camp als Kompaniekommandant im Einsatz sein. Und dann Mitte April sollte ich wieder zurückkommen und bis dann hoffentlich auch die Antwort haben, wie es dann nachher weitergeht. Bei dir, Florian, deine Projekte? Was man sich in der Atlantiküberquerung gezeigt hat, oder, ist, dass es extrem wichtig ist, dass man lässige Sachen mit lässigen Leuten macht. Oder? Das ist auch ein bisschen mein Motto, das ich jetzt beruflich verfolge, oder? Dass ich irgendwie keine Kompromisse mehr mache mit Leuten, wo mir nicht passen oder wo ich irgendwie einfach nicht klar komme. Und ich einfach sage, ich mache lässige Sachen mit lässigen Leuten. Und auf dem Wasser ist es so, dass ich eigentlich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen mit einer ins Wasser kann legen und dann auf dem Zürichsee wieder kann gehen, ein bisschen rudern. Das ist so mein grosses Projekt. Ich danke euch beiden viel mal für das unterhaltsame Gespräch. Und dir, Dominik, ja, eine gute Zeit im Kosovo. Und dir, Florian, in dem Fall auf dem Zürichsee. Macht's gut. Danke vielmals. Bis dann. Regionalwirtschaft. Weitere Ausgaben findet ihr auf zürichost.ch/podcast. Der Podcast ist realisiert worden von Mike Gaudient und Chiara Camillo.